Ja, hallo und willkommen meine Freunde zu einem neuen Transformer Podcast. Wieder einmal geht es um die Geschichte der Transformers und heute widmen wir uns der Frage, wer ist eigentlich Vector Sigma? Über Vector Sigma ist nicht allzu viel bekannt, deswegen ist seine Geschichte kurz erzählt. Vector Sigma ist ein alter und unglaublich leistungsfähiger Supercomputer, der über viele Universen existiert. Vorstellbar sind alle, obwohl das spekulativ ist. Ursprünglich waren die multiuniversalen Knoten als Vector Sigma Gestalt vernetzt, obwohl das mittlerweile auch nicht mehr der Fall ist. Vector Sigma ist in der Regel wie eine Kugel geformt, die Ähnlichkeiten mit einem Gesicht hat. Es handelt sich häufig um den Willen des Primus und somit ist eine Fähigkeit von Vector Sigma, den Transformern neues Leben zu schenken. Die Aktivierung erfordert einen speziellen Schlüssel, den Omega-Schlüssel. Der Besitz des Schlüssels bringt große Macht mit sich. Hunderte Jahre in der Zukunft werden einige Vector Sigma-Knoten mit einem Shell-Programm namens Oracle geschützt. Ja, was haltet ihr von der Geschichte und hofft ihr in Zukunft, dass Vector Sigma es vielleicht auch in die Live-Action-Filme schafft? Würdet ihr es gut finden oder wie ist eure Meinung dazu? Lasst es mich wissen in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal, haut rein!